Die tiefe Kluft zwischen Wunsch und Realität, Erfolg als Immobilienmakler. Das ist das Thema heute, Blogbeitrag 285. Mein Name ist Markus Langenbach. Ja, möglicherweise stehen Sie ganz am Anfang, möglicherweise haben Sie schon Erfahrungswerte als Immobilienmakler und das eigentliche Ziel ist natürlich damit, auch dann eben genügend Provisionsumsatz zu erzielen, um dann einen regelmäßigen Verdienst zu haben. Und wenn man ganz am Anfang steht, denkt man immer, es müsste doch relativ einfach sein, da geht es um viel Geld. Und wenn man länger dabei ist, stellt man erstmal fest, oh, das ist doch eine größere Herausforderung. Und am Ende heißt es dann, was will ich eigentlich verdienen? Und was muss ich dafür für Umsätze erzielen? Weil das hängt natürlich von der Region ab. Ob ich selbstständig arbeite, 100%, bei mir zu Hause im Büro, eigenes Büro, ob ich im Franchise-System bin. Ja, und genau darum geht es heute einfach, etwas mal Ihnen weiterzureichen, wo man sagt, Wunsch und Realität. Ja, fangen wir an mit dem Wunsch. Wunsch ist immer, regelmäßig, nachhaltig Geld zu verdienen. Jeden Monat, wo man sagt, wie schaffe ich das als Selbstständiger, dann auch 2.000, 3.000 Euro netto auf meinem Konto zu haben. Und einfach mal ganz grobe Zahlen, um mal die Tendenz zu zeigen, was das eigentlich heißt. Weil das ist eigentlich auch der Businessplan, der so wichtig ist, wo man sagt, was muss ich erzielen in meiner Marktsituation? In München Durchschnittspreise 3, 4, 500.000 Euro ist natürlich wieder anders als in kleineren Regionen, wo der Durchschnittspreis bei 50.000 liegt. Natürlich auch andere Lebenshaltungskosten sind. Aber da muss man natürlich in seiner Region wissen, was man für sich festlegt. Jetzt hier mal bei dem Beispiel 3.200 netto nach Steuer plus minus mal von 35%. Also nicht 1.000 Euro. Nicht 2, sondern 3. Und ich glaube, mit 3.000 Euro kann man mehr als zufrieden sein. Nach oben natürlich keine Grenzen, aber man sagt, damit habe ich schon ein sehr ordentliches, niveauvolles, hochwertiges Leben. Nur wie komme ich dahin? Die Zahl schreibt sich einfach dahin. Der Einstieg ins Franchise-System, wenn ich sage, ja, oder ich bin schon länger dabei, hat damit auch natürlich etwas zu tun, was ich verdienen kann. Ich habe viele Möglichkeiten im Franchise-System, Umsätze überhaupt mal zu generieren. Auf der anderen Seite muss ich auch kalkulieren, ich muss was abgeben. In dem Beispiel mal 50%. Können weniger sein, kann mehr sein. Es geht erstmal um das Grundbeispiel. Das heißt, um dahin zu kommen, brauche ich jetzt einen monatlichen Netto-Provisionsumsatz von 10.000 Euro. 10.000 Euro ist machbar. Verkauf von einer Immobilie, von zwei Immobilien, wenn man sagt, das müsste doch eigentlich in 4 Wochen möglich sein. Ein Haus zu verkaufen mal für 300.000 Euro, für 400.000 Euro. Und wir kommen damit, wenn ich das nicht jeden Monat schaffe, aber alle 2 Monate, dann muss natürlich die Wertigkeit der Immobilie wieder etwas höher sein. Aber das gesamte Jahr brauche ich einen Netto-Provisionsumsatz, wenn ich dieses Nettogehalt haben möchte, von 120.000 Euro Provision. Um 120.000 Euro Provision erzielen zu können, brauche ich bei 250.000 Euro durchschnittlichen Immobilienpreis, das ist mal so mein Beispiel, was ich jetzt heranziehe, Durchschnittswert Immobilie 250.000 Euro, volle Provision, 6%, 3% Innenprovision, 3% Außenprovision, ergibt 15.000 Euro Provisionsumsatz pro Verkauf der Immobilie. Wenn ich 15.000 Euro Provisionsumsatz im Schnitt habe, brauche ich über das Jahr gesehen 8 Objekte, also alle 6 Wochen. Wenn ich noch nicht in der Branche arbeite, denkt man sich doch alle 6 Wochen ein Haus zu verkaufen, wenn ich mal als Makler tätig bin, das müsste doch gut machbar sein. Wenn ich dann auch sogar in einem Franchise-System arbeite, in einem Büro, wo ich Abgaben habe, aber am Ende damit mit 8 Immobilien im Jahr 3.000 plus netto verdienen kann, da ist doch die Welt in Ordnung. Das ist der Wunsch. Realität ist allerdings, dass wenn man oft einsteigt, länger dabei ist und nicht wirklich alles dafür tut, um Neukundenkontakte zu generieren, mit einem Objekt im Jahr auskommen muss. 1 oder 2. Und man denkt, ist denn das möglich? Weil der Wettbewerb groß ist. Egal, ob Sie frisch eingestiegen sind oder schon länger dabei sind. Es hat sich so vieles verändert über die letzten Jahre. Auch die ganzen neuen, größeren Firmen, die jetzt auftreten am Markt, es werden nicht weniger, nehmen natürlich immer einen gewissen Marktanteil dann auch weg. Und man sagt, das ist möglich. Es ist absolut möglich, diese Provisionsumsatzziele zu erreichen. Aber es geht nicht mit dem Standard zu sagen, ich bin Standardmakler, ich stehe morgens auf, ich gehe ins Büro, ich telefoniere etwas, ich mache so etwas, mache hier mal eine Anzeige und bin motiviert.
Das wird definitiv nicht ausreichen. Sie brauchen Strategien, Sie brauchen Vorgehensweisen, Sie brauchen Kontinuität, Sie brauchen ein Konzept, wo Sie sagen, marketingtechnisch, wie stelle ich mich auf, fachlich, was habe ich einfach in petto, bin ich ausgebildet wirklich als Makler, habe ich die Kompetenz zur Erstellung einer Immobilienbewertung, wie präsentiere ich mich nach außen, was sind meine Services, die ich einfach weiterreichen kann, was sind meine Kanäle, Lead-Generation-Kanäle, online, offline, was mache ich tagtäglich darum, dass ich einfach als Makler wirklich bekannt werde, bekannt bleibe, Empfehlungsgeschäft bekomme. Wenn ich das alles mache, tagtäglich und nicht nur von montags bis freitags, weil hier sind wir bei einer 7-Tage-Woche. Als Immobilienmakler sind Sie Service-Dienstleister und sagen, ich mache Sonntagsbesichtigung, ich mache samstags um 10 Uhr Besichtigung. Und wenn der Kunde anruft und sagt, vor der Kaufentscheidung, der Makler, morgen, ganze Familie, Sonntag, 11 Uhr, im Sommer, wo Sie sagen, ich würde lieber ins Schwimmbad gehen, Sie sagen, ich bin bei Ihnen, dann schaffen Sie auch das. Nur vom Blatt Papier her zu sagen, Immobilienmakler zu werden oder zu sein und es müsste eigentlich, und es war früher doch irgendwie alles ganz anders, ja, das mag sein, aber es hat sich vieles verändert. Von daher, Wunsch, Realität, das sind die Dinge, die man einfach greifen muss. Und wenn man sich dafür entscheidet, als Immobilienmakler tätig zu sein, ob ganz allein im Franchise-System, im Büro, unabhängig davon, Sie müssen einfach deutlich mehr machen, als Sie sich vielleicht vorstellen, machen zu müssen, um dann dahin zu kommen. Das Spannende ist immer, wenn man diese Zeit investiert, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, höchster Einsatz, höchste Arbeitszeit, Motivation und man bekommt dann diese Abschlüsse, dann wird es einfacher. Dann wird es einfacher, weil man natürlich, wenn man ein Konzept aufgebaut hat, auch mit Empfehlungsgeschäft, viel öfters wieder weiterempfohlen wird. Wenn man diese Referenzen, die man hat, wie man vermarktet, auch seine fachliche Kompetenz, dass man sagt, ich bleibe nicht stehen, ich habe mich vor 20 Jahren mich ausgebildet, das ist beim Zahnarzt, der sagt, ja, vor 20 Jahren wusste ich noch, wie man eine Plombe macht. Das ist vorbei. Er kann sie immer noch machen, aber die Technik, die Vorgehensweisen, die Services, das Ganze drumherum hat sich einfach elementar verändert. Und wenn Sie damit dabei sind und das kommunizieren zum Kunden, werden Sie ganz bestimmt auch hohe Umsatzzahlen erzielen können. Ja, so viel zum Sensibilisieren, würde ich mal sagen, zu dem Thema Wunsch und Realität. Was kann ich verdienen? Was ist notwendig? Ich hoffe, auch das hat Ihnen heute wieder etwas geholfen, um einfach da wieder mehr Transparenz zu haben zu diesem Thema, auch als Immobilienmakler erfolgreich zu sein. Das war's für heute. Wir sehen uns möglicherweise bald wieder beim nächsten Blogbeitrag. Freue ich mich schon darauf. Bis dahin, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Bis bald, Ihr Markus Langbach.